Herzlich willkommen zur weiteren Folge hier im Arsch. Wir fahren jetzt los und holen unsere ersten Baumstämme. Ja, zuerst vom Holzplatz. Aber besser nochmal ist gleich direkt vom da, wo wir das Feld haben, weil da ist ja später im Weg stehen. Dann fahren wir kurz hin. Unseren Holzanhänger. Dann laden wir gleich auf. Schau mal, ne? Dreher. Das ist ein Teil bei dem LKW. Ja, keine Winterreifen, ne? Würde man sagen, ne? Aber gut. Solange es trocken ist, ist es halb so wild. Aber Winterreifen kriegen wir sowieso keine. Wäre doch mal so eine Idee für Perfektionisten, ne? Mod für Winterreifen. Aber gut, das ist ja nur nebensächlich. So, das Holz müssen wir aufnehmen und zwar komplett, weil das steht ja im Wege. Wenn das im Wege steht, ist es schlecht, ne? Wenn das mal den ersten Mähen düngen her, ist es ja ungünstig. So, muss ich gucken, wo es... hier ist Y. Left. So eine Sache. Da haben wir schon. Zumindest Englische. Muss man raten. Dann muss ich wieder kurz deaktivieren, sonst fliegen die wieder sonst wohin. Die kleinen Scheiße haben wir vergessen. Fräse halt notfalls nehmen, ne? Die Bäume hier auch weg. Anführungszeichen. Dann stören sie nicht beim Arbeiten. Wenn sie stehen, ne? Aber wie gesagt, die wachsen hier sowieso nicht nach. Also die werden nicht größer. Wachsen ist eine andere Sache, aber die werden nicht größer halt, ne? Und das ist schlecht. Und später, wenn hier Gras gewesen wäre, wieder zerstört, das ist auch schlecht. Also machen wir gleich, bevor das hier richtig schön kriecht, wächst, ne? Ja. Und blüht und grünt, ne? Also Gras blüht ja auch irgendwann mal, ne? Mal sehe ich bei uns hier bei mir zu Hause einen Holztransport fahren mit LKW. Ja, da ist was drauf, ne, an Gewichte. Da sehe ich, Mensch, das Kinder haben die was drauf. Also so Stücken von, naja, um die 4 Meter Länge ungefähr. Hier in der Nähe ist auch eine Papierfabrik, Lackkirchen. Von außen ist gut zu sehen. Die dampft. So, wir fahren jetzt vom Sägewerk und dann entsprechend da abladen. Das erste Mal, ne? Wir müssen hier was hinbringen. Und dann werden wir gleich die Produktion starten. Oder wir prüfen, was da überhaupt jetzt starten tut, ne? Paletten, das Paletten läuft gleich. Und die anderen Sachen halt, ne? Kann man glaube ich anschalten oder nicht. Weiß ich nicht genau. Weil neuen Versionen ist immer anders, ne? Ich muss mal prüfen, ob ich aktuell die aktuelle Version habe. Bei der Karte wollte er was neu machen. Kam was dazwischen, ne? Privates, was Erfreuliches. Und da warten wir halt ein bisschen, das ist kein Problem. So, das war Y.
Siehst du den ersten Balken da? Und da können wir gleich mal schauen, ob wir da das anschalten wollen, ne? Lösen wollen. Also Produktion läuft schon mal. So, die ersten Balken sind da. Jetzt gehen wir rein ins Menü und gucken mal, ist aktiv alles. Hackkanzel ist aus, aber das geht ab der Produkte. Also, ne? Die brauchen nämlich zu der Palette. Das müssen wir haben. Zeigen wir keins. Ja. Das ist richtig. Die brauchen wir. Ja. Die müssen wir schön liefern. Wasser. So. Wär's. Jetzt haben wir da noch ein paar Bäume. Hier müsste ich auch noch mal mit Straßen ein bisschen was machen, ne? Also, dass wir hier eine Auffahrt kriegen, eine Zufahrt und all sowas, ne? Gas geht, keine Zeit. Also die Brauerei muss noch Wasser kriegen, die andere Produktion auch. Und da muss ich überlegen. Überlegen nicht. Ist mir schon klar, was ich machen will. Crossplay. Aber wie gesagt, das muss ja auch alles die Fahrzeuge dafür haben sein. Ne? Mit LKW und deswegen nicht abstellen. Den brauche ich ja für andere Zwecke öfters mal. Ne? Und da ist jetzt die Kram. Ne? Ich bin rechts vorbei. Holz zu liegen, da muss man weg. Später kommen wir der Fräse und machen das auch noch weg. Den letzten Baumstumpf. Sonst. Aber das wäre das kleine Problem. Die Steuerung ist so eine Sache hier. Okay. Das ist wieder wahnsinnig bei hier. Kann doch nicht sein. Ja doch. Ist so. Ja. Gut. Was soll's, ne? Ja, wenn das mal so auf Deutsch wäre, wäre schön. Aber gut, man kann nicht alles haben, ne? Dann haben wir den Rest ja vom Wald, ne? Der will hier bleiben, so nicht du. Kommst mit. Also irgendwo festgehalten. Gut. Anschnallen und weg geht's. So, geht's schnell los und nächste Fuhre. Ja, BGH läuft, hoffe jedenfalls. Ne? Ups. Aber der nicht so schlimm, den machen wir mit der Fräse auch. Und kommt weg auch im Winter. Ne? Das ist typisch. Aber das macht nichts. Auf der Wiese ist das nebensächlich, weil da werden wir nachher entsprechend im E-Mähen und das ist eh weg. Noch ein paar Strohballen zu liegen. Ich müsste ihn mal holen, bevor der Regen das wegmacht.
Ja, mit den Traktoren hier, LKW. Dann müsst ihr mal Original nehmen, glaube ich. Glaube ich besser. So. Hier war es wieder auf rechts stellen, also immer auf L und dann auf rechts. Und dann Y, ne? Und weg sind sie, da liegen sie. Gut, okay, jetzt geht's. Und das wollen wir nicht machen. Nach vorne bleiben. Können zwar auch hinten aufladen, aber das ist ja nicht die Absicht. Da fällt eh nach hinten meistens, ne? Jetzt geht's zum Sägewerk. Zumindest so eine Ecke, da wo das Sägewerk ist. Und dann da das Holz weg. Die anderen Bäume sind noch stehen am Feld rennen hier und so, die stören so leider nicht. Ja, die Molkerei, ja, Anfangsjahr, da werden wir nämlich liefern, die Molkerei, zum Anfang. Aber Käserei ist ja auch noch möglich. Ob ich das alles schaffe, ne, hier, das weiß ich nicht. Aber einen am anderen, ne. Jetzt machen wir jetzt die Fleischproduktion. Wenn die läuft nachher, dann kommen erstmal Felder dran, dann mal ein paar Felder kaufen, damit wir hier ein bisschen mehr Produkte kriegen, ne? Hauptsächlich wegen Bier und so. Ne? Gerste haben wir jetzt schon recht viel, Weizen auch. Hopfen müssen wir noch etliches machen. Ne? So, jetzt wieder auf links und B. Weil Hopfen wird ein bisschen knapp, befürchte ich. Das Gras wird gerade so reichen für die Kühe. Silage. Jetzt hier alles per Hand aufladen müsste, rein theoretisch, dann muss ich ehrlich sagen, dann müssen wir hier viel länger arbeiten. Ne? Und das persönlich müssen wir auf 6 oder 9 Tage einstellen hier Jahreszeit. Ne? Oder auf Holz verzichten. Also irgendwo ist dann ja auch die Grenze erreicht, wo man. Naja, weil die Fahrzeuge nicht so machen, wie sie machen sollen. Ne? Haben wir gar nicht so viel, ne? So, mal beladen ausschalten, noch lieber drauf. So viel haben wir gar nicht. So, da sind wir da. Gucken. Ja, der frühe Winter, 13 Uhr, ne? Wird bald dunkel werden. Ne? Ja, das ist der Nachteil bei Seasons im Winter, dass lange früh dunkel wird und lange dunkel ist. Hat aber auch den Vorteil im Sommer, wenn wir viel Arbeit auf dem Feld haben, dass wir lange dann entsprechend hell haben werden. Ne? Wie es halt reell auch so ist, ne? Im Groben jedenfalls. Wenn man mit Kurven aufpassen hier, dass kein Gegenverkehr kommt. Zum Glück ist alles aus. Das ist wie so ein Gras. Scharf, ein paar Schaf. So, sind wir da. So, Bremse aktiviert, ne? Und dann geht's wieder auf rechts und auf Y. Das Land.
gucken. Ja. Ja, mit mehr, ne? Aber das ist im Großen und Ganzen nicht viel, weil am Ende ist es nichts, ne? Ist leider so. Vollgas, Richtung Holz. Wir wollen Holz haben. Holz, Holz. Ein paar Bäume haben wir hier noch. Das ist gut so. So. Will nicht. Das zu wollen. Ups. So, liebe Schauer, das soll es für heute gewesen sein, für die heutige Folge. Ich danke fürs Reinschauen. Piepser hat gesagt, Schluss. Dann seid mir hier mal Schütz und Winke-Winke. Ciao, ciao. Schönen Dank fürs Reinschauen. Tschüss.